Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute mit der Kalenderwoche 22, Part 1. Ja, Leute, ich habe so gar keine Ahnung, was ich machen soll. Schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Wir hatten ja Montag einen Feiertag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Also heute, also wir haben heute jetzt den ersten. Ging jetzt auch irgendwie so gut wie gar nichts bei mir. Also ja, bei mir ist halt eigentlich nie viel los, aber naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich heute wieder Manga-Post bekommen und letztes Mal hatten wir ja das hier eingeklebt und ich glaube, ich möchte heute vielleicht das dann so abschneiden und hier einkleben. Ich kann ja auch für die, die es interessiert, einfach mal kurz reinzeigen, was ich bekommen habe. Es ist eine Menge und ich bekomme auch noch ein bisschen was. Entschuldigung, ich habe halt ein Problem. Ich kann da auch nichts für. Wäre schon schön, wenn man nur ein Hobby hätte, ne? Aber gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch eben mal, was bei mir einziehen durfte und dann legen wir auch schon los. Ist ja nicht so, dass ich versuche, das irgendwie vor mich herzuschieben, weil ich nicht so wirklich Ahnung habe, wie wir das heute hier regeln werden. Aber es wird sich schon zeigen. Egal. Junji Ito mit Remina, ein bisschen Horror. Ist vielleicht, glaube ich, nicht für jeden was sowas, aber ja, muss man halt schon ein bisschen Bock drauf haben. Ist auch ein bisschen gorig gezeichnet, finde ich immer. Aber ich finde es halt auch geil. Ich muss aber auch in der Stimmung dazu sein. Dann einmal Ran oder Ran, ich weiß es nicht. Und die graue Welt. Ja, ich finde den Zeichenstil halt einfach hier wirklich super. Und was ich auch cool finde, dass das Cover ist wie so Aquarellpapier oder so harte Pappe oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ich finde halt auch den Zeichenstil einfach nur wunderschön. Hier, es ist einfach, ach, es ist schon schön. Freue ich mich auch drauf, weil der letzte Band ist auch schon irgendwie 2, 3 Monate her oder so. Dann einmal ein bisschen Fantasy mit Die Hexe und das Biest. Das ist, glaube ich, auch ab 16, ne? Ja, 16 plus. Dann das Tsugami-Projekt, Band Nummer 3. Dann einmal Neon Genesis Evangelion in der Perfect Edition, Band Nummer 4. Es wurde auch nochmal neu rausgebracht, neu aufgelegt, weiß was ich, wie man das nennt. Ja, da werde ich auf jeden Fall warten. Also ich kenne halt den Anime und so von früher und da werde ich warten, bis ich alle Bände zusammen habe und dann werde ich das so in eins durchlesen. Weil da weiß ich ja sozusagen, worauf ich mich einlasse. Genau. Dann einmal Mr. Nobody, Band Nummer 1. Ist auch ab 16 und Thriller. Bin schon sehr, sehr gespannt. Ja, freue ich mich drauf. Dann Yay! One Piece, Band Nummer 104. Ich weiß gar nicht, welches Kapitel das jetzt hier ist. Ich bin ja im Englischen jetzt schon weiter, aber ich freue mich dann immer, das dann auf Deutsch weiterlesen zu können. 1055. Ja, ich bin bei 1085 jetzt. Egal, freue ich mich drauf. Das werde ich auch dann sehr wahrscheinlich gleich als erstes lesen, wenn wir hier fertig sind. Dann einmal Dr. Stone Band 24. Auch immer sehr nice. Boys Abyss Nummer 8. Ja, ich weiß immer noch nicht, was ich von diesem Werk halten soll. Ist ja egal. Dann einmal Band 1 und 2 von Kuchen X. Es kamen jetzt beide Bände sozusagen gleichzeitig raus. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es mir jetzt mal beide gekauft. So von dem, was ich lese, hier hinten drauf, hört sich das ganz gut an. Von daher schauen wir einfach mal. Band Nummer 1 war eine Limited Edition. Also da waren dann hier solche Postkarten mit bei, die ich wahrscheinlich auch verjourneln werde und nicht irgendwie aufbewahren werde, damit ich es irgendwann mal. Oh, ich habe die Limited Edition gehabt. Dann Phantomseer Band Nummer 4. Habe ich auch angefangen zu lesen. Der ist, glaube ich, in 6 oder 7 Bänden abgeschlossen. Ich habe dann jetzt deswegen mir nämlich gesagt, ich glaube nach Band 3 jetzt, also nach dem letzten, also ich werde dann jetzt, glaube ich, den Rest sammeln und das dann auch in einem so durchlesen. Ich mag das irgendwie immer lieber. Ich habe reingelesen, es gefällt mir soweit. Von daher denke ich, werde ich da auch nichts falsch machen. Dann Tokyo Revengers Band Nummer 8. Fairy Tail Massiv Band Nummer 4 ist sozusagen jetzt auch nochmal neu aufgelegt worden in der Massiv Edition. Ich habe das noch nie gelesen. Ich kenne den Anime und dachte, jetzt mit der Massiv Edition kann ich auf jeden Fall nichts falsch machen.
Dann einmal Alice in Borderland, Band Nummer 4. Das war so eingeschweißt und hier war so ein Aufkleber drauf, das Original zur Hype-Serie auf Netflix. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das mit der Serie übereinstimmt, weil ich die Serie nicht geschaut habe. Aber ja. Dann von Akira Toriyama, für die Leute, die Dragon Ball kennen, denen wird das vielleicht was sagen. Auf jeden Fall sind hier ein, ist das hier ein 3-in-1-Band, massiv. Bin ich auf jeden Fall auch schon sehr gespannt drauf. Und zu guter Letzt, einfach immer schön und feel good in The Maniacs Band 6. Und das Schöne ist, das leuchtet im Dunkeln. Das hier und das hier. Ja. Und hier. Ja, ist halt so ein Slice of Life-Ding. Super süß. Ist halt einfach echt so ein feel good Ding. Ja. Naja, egal. Brauche euch da ja, wie gesagt, nicht viel zu erzählen. Für die Leute, die es nicht interessiert oder keine Ahnung was. Und hier geht es ja auch ums Schörneln. Und deswegen legen wir jetzt auch mal los. Und ja, bin gespannt, wie sich das dann jetzt hier entwickeln wird. Und was wir dann so Schönes jetzt hier in dieser Woche zaubern werden. Wie gesagt, bin irgendwie so ein bisschen lost. Was ist das denn hier? Von daher schauen wir mal. Gestern kam auch Post von Frau Bieber. Oh Hunde, bitte jetzt nicht mit dem Spielzeug hier. Naja, gestern kam auf jeden Fall auch Post von Frau Bieber. Vielleicht könnten wir das hier auch irgendwie mit einbringen. Ja, und das war's dann auch schon. Da verließen sie ihn auch schon. Ja, ich würde sagen, wir kleben das einfach fest und gucken, wie sich das entwickelt. Vor allem auch, wenn das jetzt alles nicht so wird, dass es richtig schön aussieht, dann ist das auch halb so wild, denn eine neue Woche, neues Glück, dann in der nächsten Woche. Obwohl, da lasse ich aber, das würde ich dann vielleicht so einkleben, dass ich das aufklappen kann. Dann müssen wir uns mal ein schönes Washi-Tape raussuchen, vielleicht irgendwie, dass wir den Grünton so aufgreifen können. Das wird doch vielleicht passen, oder? Ja, ich glaube, das finde ich ganz cool. Und dann ist doch auch schon fast hier die Seite wieder voll. Machen wir das mal ruhig weiter nach außen. Ich möchte jetzt auch nicht so viel da überkleben. Ist das überhaupt gerade? Ich habe heute auch irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen schon wieder. Es ist dieser Wetterumschwung. Dann hatte ich meinen Zopf so eng und ach, macht alles nicht so viel Spaß aktuell. Naja, vielleicht können wir die Dinger ja auch irgendwie aufgreifen. Den Pfingstenmontag. Oh, oh je. Kleben wir einfach mal hier so drüber. Und dann könnten wir ja vielleicht, weil ich ja am Montag ein Video gedreht habe und jetzt heute und dann wahrscheinlich am Sonntag nochmal, vielleicht können wir die ja eiskalt einfach dreimal verwenden. Was haben wir denn überhaupt am Montag gemacht? Ich hatte, wie gesagt, das Video gedreht. Ich war kurz am Cousin und sonst habe ich wirklich sehr viel Zelda gespielt. Ich bin schon echt am Überlegen, ob ich das Tape nochmal wieder nehme, was ich letztes Mal hatte. Mit den Rubinen. Es würde farblich jetzt auch wieder passen. Gestern und vorgestern, also Dienstag, Mittwoch, war auch so gut wie einfach nichts, ne? Einfach nur arbeiten, nach Hause. Ja, ich weiß nicht, kennt ihr das, dass ihr zum Beispiel auf der Arbeit irgendwie noch so voll motiviert seid? Und sobald man dann irgendwie zu Hause ist, ist irgendwie dann auch so ein bisschen die Luft raus. Und irgendwie geht dann gar nichts mehr. Also, es ist bei mir jetzt diese Woche auf jeden Fall so gewesen. So viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Essen gemacht, Wäsche zusammengelegt und ja, wie gesagt, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Aber wie könnten wir das denn jetzt vielleicht mal cool festhalten? Dazu gut quetschen. Haben wir vielleicht noch von Anni irgendeinen Sticker, der hier so richtig cool reinpassen würde? Beziehungsweise das lag da auch mit drinne. So, und das war hier mit drinne. Vielleicht könnte man das ja irgendwie hier auch mit einbringen. Mal, Zelda, bei Zelda ist halt auch so schön immer hier, ne? Wollen wir das vielleicht einfach mal machen? Ist doch, es beißt sich vielleicht ein bisschen, aber ich finde das auch gerade irgendwie cool. Ich mache das einfach, ist mir egal. Dann versuchen wir dann nachher noch so ein bisschen jetzt so cute Vintage das jetzt irgendwie so zu mischen. Und dann gucken wir einfach mal, wie das dann nachher aussehen wird. Wow. Okay, nee, ich lasse es. Da lasse ich lieber den Millimeterspalt. Ja, ich glaube, das behalte ich aber erstmal zurück. Vielleicht könnten wir das dann irgendwie hier nochmal einbringen oder vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt vorhin schon so gesagt hatte, ne? Jetzt nochmal in Bezug auf meine Manga so, ne? Ich weiß gar nicht, wie das immer alle schaffen, alles so unter einen Hut zu kriegen, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel das Journal. Ich lese halt auch gerne meine Manga, ich schaue gerne meine Anime, ich spiele gerne Videospiele. Ich weiß gar nicht, wie andere Leute immer schaffen, mit allem so up to date zu bleiben, ne? In Bezug jetzt auf Social Media und was weiß ich, was nicht alles. Mich stresst es so oft, dass ich dem Ganzen gar nicht gerecht werde. So. Also ich meine, mich stört das jetzt überhaupt nicht. So, wenn ich halt keinen Bock auf Instagram oder so habe, dann ist es halt so, ne? Ich habe da kein Problem mit, wenn ich mal irgendwie so ein paar Tage da nicht richtig gucke oder immer nur so hin und wieder mal reinschaue. Das stört mich überhaupt nicht so, aber ich frage mich halt immer, wie andere Leute das irgendwie machen. Also, keine Ahnung. Ich schreibe jetzt hier mal kurz und gleich wieder da. So, dann hätten wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Und nun? Vielleicht passt hier ja irgendwie einer von gut rein. Ich bin heute echt irgendwie so gar nicht in the mood. So, ich habe irgendwie gar nicht so krass kreative Ideen oder Einfälle oder irgendwie sowas. Mal gucken, ich habe noch ein anderes Tape von denen. Aber so ist das nun mal, ne? Es gibt Tage, verliert man. Es gibt Tage, da gewinnen die anderen. Ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Ich glaube, den würde ich schon mal vielleicht ganz cool finden, auch mit dem Grün. Und sonst schauen wir noch mal eben. Von denen jetzt.
Nee, ich glaube, ich nehme den mit dem Grün. Vielleicht machen wir sonst heute ja auch irgendwie erstmal nur so viel wie nötig und dann vielleicht am Wochenende den Rest, dass sich das dann irgendwie so ein bisschen ergibt. Wo ist meine Schere? Wo ist meine gute Schere? Sagen wir es mal so. Na egal, nehmen wir jetzt die. Also die ist auch gut, aber jetzt, wenn ich da jetzt gleich was ausschneiden will, das funktioniert mit der anderen immer ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall hänge ich diese Woche irgendwie ein bisschen durch. Ich finde auch so auf der Arbeit ist irgendwie so, die Zeit geht auch irgendwie nicht rum, obwohl es eine kurze Woche ist. Aber gut, manchmal ist es so. Dann wieder Tage, Wochen, was besser ist. Und die müsste ich auch mal wieder ein bisschen sauber machen hier. Da an den immer gerne und oft diese Klebereste drinnen, ne? Obwohl, was mir vielleicht gerade noch einfällt, ich habe ja gestern das eine neue Chapter auch One Piece gelesen. Ob ich mir das Foto vielleicht ausdrucke, weil wir waren Montag auch schön spazieren. Also es passt eigentlich noch perfekter auf, dass ich den Sticker jetzt genommen habe. Auch nicht nur wegen Zelda, sondern als wir spazieren waren, da waren wir an so einem. Also Alfred war dann mal also auch schon mal ein bisschen sich am Wasser. Also er war schon mal im Wasser, war jetzt nicht sein erstes Mal so. Aber er war da so ein bisschen. Also er traut sich noch nicht so richtig reinzugehen. Aber hat schon mal so ein bisschen am Rand geschnuppert. Und da war auch so ein schönes Blümchen. Vielleicht könnte ich da so ein paar kleine, also dann mir ein paar also Fotos raussuchen und das ein bisschen klein ausdrucken. Das probiere ich mal eben aus. Moment. So, dann wollen wir das nochmal ausschneiden. Ich habe hier nämlich einmal den Alfred und Lea und hier einmal sind das jetzt sozusagen so vier kleine Fotos. Vielleicht ist es ja ganz cool. Sieht man ja auch immer mal öfter, dass die Leute da das irgendwie so machen. Wäre doch vielleicht auch mal eine coole Idee. Vielleicht hätte ich das auch mit Messer und Lineal schneiden sollen, damit das jetzt hier nicht alles so krumm und schief wird. Oder vielleicht auch mit meiner besseren Schere. Naja. So ist das halt mit den DIYs, ne? Wow. Ich schiebe das auf meine Kopfschmerzen, dass ich jetzt hier nicht mal die Linie getroffen habe. Genau, jetzt darf ich ja auch nichts verwechseln. So, wow. Schief ist das neue gerade. Das Blümchen kann man ja vielleicht noch irgendwo anders hier mal mit einbringen. Würde ich den vielleicht hier so, dass der so. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Wir machen das einfach mal. Was ich ja auch gerne irgendwie mal machen würde, da jetzt irgendwie noch so. Machen ja auch immer viele dann jetzt hier noch so Farbe rein und sowas alles, aber ich traue mich das nicht. Ich fühle mich jetzt ein bisschen gemein, wenn ich Lea jetzt so darunter verstecke. Aber ja, ist nichts Persönliches, kleine Maus, ne? Aber wenn ich jetzt das andere Foto da noch so mit hinklebe, dann wird mir das, glaube ich, ein bisschen zu viel. So. Tja, wenn man es auch so schön gerade schneidet, dann ja. Nun ja, das lege ich auch erstmal beiseite, damit ich das nachher nicht vergesse, da wieder mit reinzulegen. Dass wir das gegebenenfalls nochmal unterbringen. Aber Leute, wir haben doch jetzt auch noch gar nicht gestempelt. Das geht doch auch nicht, oder? Wir haben jetzt schon ein bisschen Washi-Tape, wir haben Sticker. Und Fotos. Jetzt müssen wir doch eigentlich auch noch mal ein bisschen was stempeln.
Die Frage ist halt nur, was? Den würde ich vielleicht cool finden, weil das ja auch passt hier wegen dem Spazieren. Den machen wir da jetzt einfach mal rein. Oha, voll in die Ecke gesifft hier. Oh je. Ach, naja. Selber schuld. Da fehlt jetzt ein bisschen was von ihrer Hose und so. Wozu hat man die Stempelunterlage, wenn man sie nicht benutzt, ne? Dann braucht man sich auch nachher nicht beschweren. Hier würde ich auf jeden Fall gleich reinschreiben. Hier drunter könnte man auch noch was schreiben. Dann, dadurch, dass ich halt auch nicht so viel zu sagen, schreiben, was auch immer habe, könnte ich da ja auch vielleicht noch mal ein bisschen Washi-Tape hinkleben, oder ist doch egal. So. Naja, aber so ein bisschen wird ja auch langsam Schuh draus, ne? Wenn sich das jetzt hier so nach und nach, wenn das ein bisschen voller wird. Doch, ich bin da IO mit. Könnte ich hier vielleicht. Ja, muss ich mal. Hier könnte. Ja. Hier würde ich auf jeden Fall was dazu schreiben. Das würde mir reichen. Auf jeden Fall möchte ich. Deckel nicht richtig drauf gemacht. Boah, ey Leute, mein Kopf, das ist auch echt nicht schön heute. Vielleicht hätte ich auch einfach eine Tablette nehmen sollen. Also wollte ich eigentlich auch, aber werde ich dann wohl gleich machen. Ich muss Gott sei Dank auch immerhin heute nichts mehr kochen, weil heute Abend gibt es einfach nur Brot. Und von daher ist das auch in Ordnung. Guck mal, der passt doch vielleicht doppelt, wenn ich ihn jetzt noch so ein Stück höher setze. Passt der hier zum Deko-Struggle und zu den Kopfschmerzen so ein bisschen. Genau, ja. Ja, die klebe ich da einfach nochmal drunter. Dann würde ich nämlich hier so ein bisschen so einen kleine Zusammenfassung schreiben vielleicht. Beziehungsweise hier ein bisschen was zum Montag und hier dann so zu Dienstag, Mittwoch. Ja, das finde ich, glaube ich, ganz cool so. Ja, das finde ich gut. Hier ein bisschen zum Montag. Genau, ja. Vielleicht können wir hier noch irgendwie. Oh, nee, das ist dann. Nee. Vielleicht den gelben. Nee. Sache erstmal alle Farben abziehen und gucken und dann nee. Ich nehme schwarz. Schwarz geht immer. Aber ich würde da, glaube ich, noch so ein bisschen den Rand einmal drumrum schneiden. Ich weiß nicht, wie ist denn das bei euch aktuell mit dem Wetter so? Also, letzten Tage war es eigentlich recht schön und heute ist es ja so nicht ganz so warm, aber irgendwie auch ist die Luft jetzt auch nicht gerade geil. Ja, ich schreibe jetzt noch mal was und dann sehen wir uns gleich noch mal wieder. Gefühlt ging das jetzt hier richtig. Ach so, eigentlich ich wollte auch die hier nehmen. Didim. Naja, dann vielleicht beim nächsten Mal. Kleine Maus hier noch hin. So. Ja, es ist jetzt halt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen lame alles, ne? Aber
Ach, guck mal. Die nehme ich jetzt noch. Ja, ne, den klebe ich hier hin. Ich habe eine andere Idee. Das klebe ich jetzt hier hin. Ich wollte das erst nehmen und dann noch so ein Dings und dann Happy Mail von Frau Bieber, weil das Annie ist. Aber machen wir einfach irgendwie anders. Machen wir hier noch ein bisschen so ein kleines Herz mit einem Regenbogen hin. Guck mal, hier könnten wir vielleicht einfach noch, dass alles nicht ganz so trist ist hier. Passt das da irgendwie hin? Vielleicht dann so ein kleines. Ist auch so groß. Ist noch was Kleineres hier? Auch so groß. Da vielleicht das kleine Blümchen unter der Erdbeere. Könnt ja auch einfach irgendwas malen, ne? Aber so, guck mal, dann ist das hier nicht so traurig. Und dann mache ich da jetzt noch einen von den süßen Smileys hin und schreibe noch Happy Mail von Frau Bieber. Zwar machen wir das jetzt irgendwie so, dass wir hier so einen Punkt von Anni darauf kleben. Und dann. Die ist doch cool. Ne, hier, die finde ich cooler. So. Ist da auch ein bisschen. Oder machen wir das lieber ein bisschen versetzt? Okay, das kriege ich jetzt da gerade nicht ab, aber dann machen wir das lieber. Ja, das finde ich, glaube ich, besser. Also versetzt. Und schreibe ich dann noch hin Happy Mail von Frau Bieber. Vielleicht finden wir dann noch irgendwie was Gelbes, was da reinpasst oder so. Und dann würde ich sagen, guck mal, ich nehme das hier einfach. Würde ich sagen, war es das erstmal. Gefühlt ging das natürlich jetzt wieder super schnell. Mal gucken. Das habe ich aber die letzten Male irgendwie auch schon gedacht. Und dann ist es im Endeffekt nachher doch eine halbe Stunde Video geworden. Aber ja. Vielleicht bin ich ja ganz wild nächstes Mal und probiere noch, weil diese Carbon-Ink, die braucht auch immer so ein Mühe. Also ich habe hier die Carbon-Ink in meinem Füller. Die braucht auch immer so ein Mühe, bis die vernünftig sozusagen eingezogen ist. Vielleicht bin ich ja nächstes Mal noch ganz wild und mache da vielleicht noch so wenigstens, vielleicht mit Wasserfarben so ein bisschen Farbe drunter oder so. Wo habe ich jetzt hier wieder geschmiert? Keiner weiß. Aber ja, ich glaube, wir lassen das jetzt erstmal so. Und schauen dann einfach mal, wie sich das nächste Mal wieder entwickelt. Hier habe ich jetzt genau, wie gesagt, auch noch ein bisschen was geschrieben. Aber ja, ich finde es an sich einfach irgendwie cool, das, die Wochen so zu gestalten. Und ich bin auch schon so gespannt. Es ist dann ja auch nicht mehr weit. Und dann, ja, können wir schon den neuen Cousin starten. Also das nächste Halbjahr und so. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem so ein bisschen Spaß. Auch wenn das jetzt hier nichts super fancy, cooles geworden ist. Aber ich mag es halt irgendwie total, das so zu machen. Und ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Teil wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Horido.